Guten Morgen, Leute. Da hinten wird Kaffee gekocht. Wir sind auf einem richtig süßen Stellplatz, auf dem halben Weg von Rovin zu den Plitvicher Seen. Was hast du gesagt? Wir sind wohin? Auf dem halben Weg von Rovin zu den Plitvicher Seen. Zu den was Seen? Plitvicher? Ja! Ja, sag ich doch. Ich hab Plitvicher. Nein! Oh Gott, ich habe gar kein Mikrofon drauf. Oh. Wo sind das überhaupt? Okay, Plitvicher Seen. Also wir sind hier, weiß keiner. Auf jeden Fall haben wir ungefähr den besten Platz bekommen und es gibt nur so, gefühlt gibt es nur 10 Plätze, weil der so süß und klein ist. Wenn man bei uns aus dem Fenster schaut, sieht man das. Oh, ich habe ja gar keinen Autofokus drin. Wir fahren jetzt aber wieder weiter, eben zu den Plitvicher Seen. Dann übernachten wir in der Nähe von denen bei einem Campingplatz. Da zeige ich euch dann auch so richtig den Bus. Wie das hier so alles funktioniert und was wir machen und dies, das. Weil bei dem Plitvicher Seen dürfte nicht so viel Videomaterial bei rumkommen, weil man da nicht filmen darf. Und ich filme so mit meinem Handy ein bisschen, deswegen sieht es nicht so schön aus. Deswegen will ich auch nicht so viel filmen. Aber wir düsen auf jeden Fall jetzt los. Wir trinken noch einen Kaffee und dann düsen wir los. Und jetzt gehen wir uns schnell anmelden und dann müssen wir auch schon wieder los zu den Seen, weil wir haben ein Ticket um 12 und es ist 11:30. Zwei Personen? Genau. Ja, danke schön. Okay, wir sind jetzt hier gerade eben auch schon mal kurz am Eingang vorbeigefahren. Das wird spaßig, es ist sehr viel los, es scheint wohl die Attraktion in Kroatien zu sein. Wir essen jetzt noch ganz schnell was, obwohl wir unser Ticket um 12 haben und es ist 11:50, aber es ist voll egal, wir haben heute noch gar nichts gefrühstückt. Ja, mal gucken, wie es wird, ob es sich lohnt. Hey, woo! Müsli. Das stimmt gar nicht. Man darf hier anscheinend mit Kameras rein. Hier laufen alle Leute mit so fetten Kameras rum und gucken gefühlt nicht richtig rum, sondern machen überall Fotos und sind ganz nervös, machen Selfies. Auf jeden Fall ist das Gebiet hier so riesig. Man kann irgendwie mit einer Route schon 5 Stunden verbringen. Ach, Herrgott, nochmal. Ist auf jeden Fall auch idyllisch hier. Ja, richtig schön. Naja, auf jeden Fall. Ich filme mich jetzt einfach alles mit meinem Handy und sehe das als kleine Herausforderung, auch ein cooles Vlog-Video mit dem Handy zu machen. Das muss ja eigentlich auch gehen. Juhu! Ganz genau, was wir hiervon halten sollten. Komm mal her. Wir müssen jetzt Analyse machen. Wir haben ja 30 Euro gezahlt pro Person. Und irgendwie ist es so, es ist schon echt schön. Und der See und alles und die Wasserfälle. Ja, es ist mega schön, die Farben auch. So, ich verstehe schon den Sinn dahinter hier. Und dass alle sagen, oh, das ist so schön, da muss man unbedingt hin. Aber irgendwie ist es so, wie ich mir denke, so 30 Euro dafür zu bezahlen, um unbedingt hier gewesen zu sein, das sind halt eigentlich auch nur Seen. Ja, es gibt halt auch Seen in Bayern, die sind genauso schön. Ja, das sind kostenlos. Wo ich mir denke, da kann ich auch unten am Wasser entlang gehen und zahle keine 30 Euro. Und es hat dieselbe türkise Farbe vom Wasser. Aber wir durften umsonst, also im Preis inbegriffen, Boot fahren. Boot fahren durften wir.
Ja. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht eine von den Personen, die sagen würde so, oh, wenn du in Kroatien bist, fahr unbedingt zu den Plitvicer Seen. Ja, ich meine, diese Fahrerei da hoch ist halt so krass eigentlich, vom Meer bis hierher. Ja. Über diese Pässe, da fährst du ja so lange. Ja, wir sind halt irgendwie so 2 Stunden auf so Schlangenlinien nach oben gefahren und der Sprit hier hoch. Der Campingplatz, wo wir zum Beispiel vorhin waren, das war für mich so ein größeres Highlight mit dem Platz direkt am Meer. Das war so vor allem so viele Touris. Also ich meine, wir sind jetzt auch Touris. Ja. Aber ich meine, wenn man jetzt halt an irgendeinen, also zum Beispiel Silfenstein-Speichersee oder so, da ist man halt auch nahezu alleine. Und das ist halt dann auch noch idyllischer. Also da kann jetzt die Umgebung noch so schön sein, wenn da halt 500 Leute um einen rumstehen, die alle am Ja, das hat schon echt gestresst. Also hier ist zum Glück jetzt nichts los, aber so direkt am Eingang, auch unten die ganzen Stege waren halt komplett voll und jeder war so richtig gestresst mit Selfies machen. Also man muss es nicht unbedingt machen. Aber wir warten jetzt mal noch auf die Höhe. Ja, wir gehen jetzt noch in die Höhe. Vielleicht ändern wir unsere Meinung ja auch gleich wieder. Wahrscheinlich immer rücklich. Boah, war voll cool! Hier hat sich nicht gelohnt, wenn man jetzt gerade eben auch noch mal darüber nachdenkt, dass man beim Europapark 50 Euro Eintritt zahlen würde und das hier eigentlich alles nur Natur ist. Also 30 Euro ist viel zu viel. Wir haben gesagt, 10 Euro hätten wir gezahlt, das fänden wir okay. Aber nicht 30. Kann man sich das Geld sparen? Vor allem 30 ist so, ja, ist schon viel Geld, ne? Aber überleg mal, für eine Familie zahlen Leute hier, keine Ahnung, 200 Euro oder so, wenn mit mehreren Leuten kommt, ciao, für einen Wanderweg. Wir sind wieder zurück. Wir machen jetzt einen kleinen Snack für zwischendurch und später kochen wir dann richtig. Mal gucken, ob es heute noch regnet oder nicht. Aber jetzt gibt es erstmal einen Mini-Snack und dann zeige ich euch noch den Bus. Go, los geht's. Wir haben jetzt noch ein bisschen aufgeräumt. Beziehungsweise Nadi hat aufgeräumt. Ich habe dabei gefilmt, wie sie aufgeräumt hat. Und man sieht voll dieses Chaos da vorne. Bis die Rumpelkammer. Fangen wir einfach hier beim Schlafzimmer an. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass mein Papa das alles so provisorisch gebaut hat. Also er hat einfach nur ein Holzgestell mit einem Lattenrost, einer alten Matratze von dem Wohnmobil von meinen Eltern gebaut. Da drunter, das ist jetzt versteckt hier unter der Decke, liegt ein Kabel. Weil sind hier noch, da waren die Klamotten eigentlich alle drin. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es total umständlich ist, die Klamotten da rauszuziehen. Deswegen haben wir sie dann da hinten hingeräumt. Was auch voll passt, weil man liegt ja nie immer so komplett ausgestreckt im Bett drin. Und man passt halt trotzdem noch voll gut rein. Deswegen ist da jetzt noch so Unterwäsche und sowas, was man halt nicht so oft braucht. Nein, so. Und dann gibt es noch so eine Krimskrams-Kiste, aber ich muss euch jetzt nicht alles zeigen. Hier drinnen, kommen Sie mit rein, kommen Sie rein. Hier haben wir einmal an den Fenstern, weil normal sind hier nur so Mückennetze, aber das sind ja, also eigentlich sind das keine Mückennetze, das sind einfach nur Netze. Da haben wir jetzt aber noch so Vorhänge hingemacht, damit es halt dunkel ist, wenn es hell wird. Und hin haben wir jetzt auch nicht so irgendwie so eine Abdichtung oder sowas gekauft, sondern einfach so ein Elefantentuch hingemacht, das ich aus Thailand habe. Dann gibt es hier eine Lichterkette, die brennt, wenn wir Strom haben und keine Mücken da sind. Und das war es auch schon mit dem Schlafzimmer. Wir haben hier noch unsere Kosmetikecke. Also eigentlich nur meinen Kulturbeutel und den Spiegel haben wir noch bei Müller gekauft. Mehr gibt es auch eigentlich überhaupt gar nicht zu sehen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach jetzt hinter in die Küche. Eigentlich auch alles provisorisch gebaut. Hier war eigentlich eine flache Platte, dann hat aber noch Nadis Papa einen Platz für die Gasflasche gemacht. Die schließen wir, ist jetzt noch eine ziemlich große Gasflasche. Wir hatten halt noch keine andere, die ist ausgeliehen von Nadis Eltern. Dann führt das eben hier hin, hier können wir kochen. Dann haben wir hier eine Konstruktion uns erdacht, weil wir einfach den Kanister hier oben hinstellen und dann können wir hier abspülen. Aber es gibt auch Waschhäuser. Upsi. Dann gehen wir einfach in den Waschhäusern abspülen. Aber auf die Schnelle. Trotzdem, auf die Schnelle ist es praktisch. Ja, dann haben wir natürlich auch ganz authentisch da oben platziert unsere Küche.
Das steht auch alles immer so da, auch wenn wir fahren. Aber wenn wir irgendwo länger stehen würden, würden wir es, glaube ich, auch so hinstellen. Es sieht auf jeden Fall süß aus. Hier ist unser Wasservorrat. Hier ist unsere Essenskiste. Das, auch, das Gute ist, wir haben auch keine Kühlbox oder sonst irgendwas. Deswegen ist es eigentlich alles immer ohne, also es sind keine Milchprodukte oder sonst irgendwas drin. Hier ist noch Küchenkiste. Und hier sind noch in einem Karton richtig schön Töpfe und Utensilien. Sowas zum Beispiel haben wir noch kein einziges Mal benutzt, aber ist praktisch. Wenn vielleicht dabei benutze ich das heute für den Salat. Wer weiß? Weiß keiner. Ein Nudelsieb, das kein richtiges Nudelsieb ist. Und das, das spannen wir eigentlich, haben wir uns auch zum ersten Mal aufgespannt. Du kannst auch rauszoomen. so geht raus. Oha, das ist ja voll cool. Das haben wir einfach oben mit Magneten festgemacht und unten mit einem Hering. Dann war's das. Warum brauchen die im Internet immer für ihre Bustour 27 Minuten? Ich hab noch den Müll gezeigt. Ach so, ja, und das ist Heinrich. Also H-A-I-N-R-I-C-H. Heinrich. Und das ist Henny. Jetzt gibt es Abendessen. Suppe aus der Dose. Einen frischen Salat vom Lidl. Und Vampire Diaries. Wir sehen uns dann beim, weiß ich nicht, wievielten Stopp. Okay, tschüss.